In der Debatte Erich Irlsdorfer. Kommt's langsam ran. Das ist gar nicht so leicht. Aber ich näher mich der Aussprache. Ja, absolut. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute diskutieren wir über einen Antrag der Fraktion Die Linke, betitelt mit gute Arbeit, gute Versorgung, mehr Personal in Gesundheit und Pflege. Und ich denke, wenn man das so liest, dann sind wir beieinander. Und ich möchte gerne auf zwei Punkte aber eingehen, und die übersehen Sie vielleicht. Als Koalition haben wir bereits eine Vielzahl von greifbaren Verbesserungen für die Pflege in unseren Pflegeheimen, in unseren Einrichtungen, in unseren Krankenhäusern beschlossen. Und größtenteils sind diese auch umgesetzt. Prinzipiell befürworten wir als CDU-CSU-Fraktion zusätzliche personelle Verbesserungen im Bereich der Krankenhauspflege und auch in anderen Bereichen. So wie Sie sich als Linke aber das vorstellen, wird man aus unserer Sicht weder Fortschritte für Pflegepersonal noch für die Angehörigen noch für die Patienten erreichen. In Ihrem Antrag ist die Rede von mindestens 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege, die Sie schaffen wollen. Bei diesen Zahlenspielen bleibt aber offen, woher Sie das Geld nehmen und woher Sie vor allem das ausgebildete Pflegepersonal bekommen sollen. Fest steht, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur wenn wir eine ausreichende Anzahl an Pflegekräften in den Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen sicherstellen, können wir eine Pflege garantieren, die heutigen und zukünftigen Standards und Anforderungen entspricht. Und hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, setzen wir als Union vor allem auch auf die Fachlichkeit. Wir setzen aber auch auf die Individualität und wir setzen vor allem auch auf die Menschlichkeit. Die Kombination aus Herz und Verstand, das ist unser Ziel und das ist unsere Richtung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, klar ist auch, der Personalbedarf in der Krankenpflege wird aufgrund des demografischen Wandels in den folgenden Jahren noch weiter steigen. Das wissen wir. Und wenn wir über Pflege reden, reden wir auch über einen Zukunftsberuf und somit über einen der wichtigsten Berufe in Deutschland. Das ist unsere Botschaft, die wir in die Pflegeszene senden wollen und nicht Ihre Horrormeldungen, die Sie heute hier von sich geben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen wollen wir unter anderem dafür sorgen, dass das Berufsbild an Attraktivität gewinnt, etwa durch erweiterte Fortbildungsmaßnahmen, natürlich durch Aufstiegsmöglichkeiten, wie sie im Pflegeberufegesetz eröffnet werden sollen. Und Frau Scharfenberg, ich möchte das schon auch noch mal deutlich sagen. Wir kennen die Sorgen und wir haben ja auch über diese Dinge schon mehrfach diskutiert. Wir kennen den Referentenentwurf und wir wissen, dass wir hier nachbessern müssen. Das ist vollkommen klar. Aber wir nehmen das als Basis, wir nehmen das als Diskussionsgrundlage. Und ich möchte an dieser Stelle schon auch noch etwas anmerken. Qualifiziertes und motiviertes Personal möchte vor allem ernst genommen werden, möchte ordentlich bezahlt werden und will vor allem auch Rahmenbedingungen haben, die passen. Und qualifiziertes und motiviertes Personal will nicht erstmal nur gewonnen werden, sondern wir müssen auch darüber uns unterhalten, wie wir dieses Personal halten, wie wir es in unseren Einrichtungen halten. Und das ist alles klar und deshalb ist es auch so, die Tatsache, dass Krankenpfleger, und wir nehmen das sehr ernst, oft auch nur wenige Jahre in ihrem Beruf verbleiben. Daher wäre es notwendig, über neue, über innovative Ideen auf diesem Gebiet zu diskutieren. Und das wäre zielführender in meinen Augen, als über starre Personalbemessungsvorgaben zu diskutieren. Mit dem im November verabschiedeten Krankenhausstrukturgesetz und dem darin erhaltenen Pflegezuschlag sowie dem Pflegestellenförderprogramm haben wir, und es wurde ja schon ein paar Mal erwähnt, den ersten Schritt getan und dafür gesorgt, dass die teilweise problematische Personalsituation an Krankenhäusern zielgerichtet verbessert wird. Man hört natürlich von der Opposition hier immer wieder, das geht nicht schnell genug, die Mengen passen nicht, all diese Themen. Aber das, was Sie hier teilweise von uns verlangen, kommt in eine Richtung, wo ich sage, die nächste Stufe wäre zaubern. Das geht halt nicht.
Und wir haben, und Sie können uns vieles vorwerfen, wir haben hier viel verbessert, wir haben viel Geld in die Hand genommen. Und beim Pflegestellenförderprogramm sind in den nächsten 3 Jahren die schon erwähnten 660 Millionen dafür vorgesehen, dass Krankenhäuser dauerhaft mehr Pflegepersonal einstellen können. Auch der von unserer Koalition erreichte Ersatz des Versorgungszuschlags durch einen Pflegezuschlag ist hier ein wichtiger Erfolg, den Sie nicht kleinreden sollten, da die 500 Millionen Euro auf diese Weise im System bleiben und gleichzeitig die Vorhaltung vom Pflegepersonal belohnt wird. Denken Sie doch bitte mal darüber nach. Und Häuser mit relativ mehr Pflegepersonal bekommen jetzt auch mehr Geld. Und Personalabbau dagegen wird geahndet. Das sind doch deutliche Verbesserungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ihrem Antrag fordern Sie auch eine Pflege, die sich, ich zitiere, individuellen Mehrbedarfen orientiert. Aber da frage ich mich, wie Sie diesen individuellen Bedarf ohne Fallpauschalen oder DRGs überhaupt feststellen wollen. Durch eine Abschaffung dieser Parameter bewirken Sie nämlich letztendlich nur, dass das kostenintensive Krankenhaus finanzielle Unterstützung erfährt, unabhängig davon, ob es wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit oder erhöhtem Aufwand Kosten verursacht. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage bitte oder Bemerkung vom Herrn gerne Weinberg? Dann bitte schön. Darf trotzdem. Darf trotzdem. Ja, vielen Dank. Allerdings nachher mit einer sehr eingeschränkten Redezeit. Kollege Ritzdorfer, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe einfach nur eine Frage. Sie haben gerade sozusagen noch mal auf den Pflegezuschlag abgestellt, die 500 Millionen Versorgungszuschlag, der in einen Pflegezuschlag umgerechnet worden ist. Das ist ja so, dass sozusagen die Verteilung schon danach geht, halt eben, wo wie welche Pflegestellen sind. Aber wo im Gesetz, bitteschön, haben Sie festgelegt, dass die Verwendung für die Pflege halt eben stattfindet? Das Krankenhaus kann dieses Geld genauso verwenden für Investitionen, genauso verwenden für Schuldendienst und ähnliche Sachen. Es muss überhaupt nicht in die Pflege fließen. Herr Kollege, ich möchte Sie da korrigieren. Das ist inhaltlich falsch, was Sie hier sagen. Das ist das eine. Und zweitens, wissen Sie, was uns vor allem unterscheidet? Sie trauen den Menschen nichts zu. Das ist der Punkt. Oder Sie trauen ihnen Sachen zu, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und wir haben das geregelt und deshalb wird dieses Geld auch sachgerecht angewendet werden. Glauben Sie mir das. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf auch darauf aufmerksam machen, dass im Krankenhausstrukturgesetz eine Expertenkommission dazu bestimmt wurde, spätestens bis Ende 2017 Wege vorzustellen, wie eine sachgerechte Abbildung des Pflegebedarfs im DRG-System oder über ausdifferenzierte Zusatzentgelte erfolgen kann. Nur auf diese Weise sind zielgerichtete Maßnahmen zur Stärkung der Pflege in den Krankenhäusern in meinen Augen möglich. Personalbemessungsstandards in der Krankenhausplanung sind eine viel zu unflexible Maßnahme, um vor Ort zeitnah auf wachsende oder sinkende Personalbedarf reagieren zu können. Mit Vorgaben von oben, so wie Sie handeln wollen, wie viele Pflegekräfte zu einem gegebenen Zeitpunkt auf der Station X in der Klinik Y zu sein haben, hier kommen wir nicht weiter, weil wir die speziellen Verhältnisse eines Krankenhauses, seinen Bedarf, die jeweiligen regionalen Besonderheiten und weitere Faktoren nicht kennen und auch generell nicht abschätzen können. Hier, glaube ich, muten Sie sich ein bisschen zu viel zu an Kompetenz. Und wenn in diesem Antrag der Anstieg der Krankenhäuser in privater Trägerschaft, und das verwundert mich schon, auch beklagt wird, stellt sich die Frage, auf welcher Basis denn eigentlich? Der Krankenhaus-Rating-Report von 2015 kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass sich keine signifikanten qualitativen Nachteile bei privaten Krankenhäusern zeigen, sondern dass im Gegenteil Qualität und Wirtschaftlichkeit oft auch in einer Zielharmonie zueinander stehen. Dass Krankenhäuser Gewinn machen dürfen, ist in meinen Augen nicht das Problem. Wenn diese ihre Gewinne in neue Innovationen und Strukturverbesserungen reinvestieren, ist das sogar ein Vorteil. Ein Problem hingegen ist, dass die Häuser aufgrund von leider ausbleibenden Investitionen, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, aus den Ländern teilweise am ehesten dann bei Personaleinsparungen im lebenswichtigen Pflegebereich Einsparungspotenzial sehen. Unser Credo,
der Union ist auf jeden Fall, wir investieren nicht nur in Beton und Technik, sondern wir investieren in die Menschen, weil wir ihnen etwas zutrauen und weil wir die Wichtigkeit vom Personal sehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, es ist notwendig, dass wir viele Mosaiksteinchen weiterhin auch sammeln, dass wir die zusammenbauen. Hier gibt es viele gute Vorschläge, viel ist aber auch bereits getan. Und wir werden auch hier für die Zukunft und für alle Einrichtungen noch viel erreichen müssen, weil wir es benötigen. Ich glaube, wir haben große Themen. Zum Beispiel sollten wir über das Thema Digitalisierung sprechen. Wir sollten natürlich auch darüber sprechen, wie viel wertvolle Arbeitszeit durch Digitalisierung eingespart wird. Das machen wir heute aber nicht. Wir müssen auch über den Bereich Abbau der Bürokratie und Abbau von Dokumentation, die trotzdem rechtssicher bleiben muss, diskutieren. Da aber meine Redezeit zu Ende ist, höre ich auf. Ich bedanke mich bei Ihnen. Herzlichen Dank. Der Geldgott, Herr Irlstaufer. Vielen Dank. Nächste.